Taste könnt ihr ganz einfach wunderschöne Effekte zaubern auf Leinwand. Ich zeige euch heute, wie ihr ganz einfach eine Blüte oder eine Blume machen könnt und wünsche euch viel Spaß damit. Bei diesen Leichtstrukturpasten oder überhaupt Strukturpasten gibt es verschiedene. Da nehmt ihr einfach, was ihr bekommt oder was ihr vielleicht auch schon zu Hause habt. Ich grundiere mir das zuerst mit dieser Paste, denn ich möchte diese Leinwandstruktur nicht mehr haben und außerdem möchte ich, dass das aussieht wie so eine gespachtelte Wand. Jetzt gebe ich mir erstmal eine Portion von dieser Strukturpaste drauf und mit einem Spachtel wird es jetzt einfach ordentlich verteilt auf der ganzen Leinwand. Wenn jetzt alles gut bedeckt ist, könnt ihr selber noch bestimmen, ob ihr das eher ein bisschen glatter möchtet. Einfach ganz leicht drüber fahren. Oder ob ihr mehr Struktur möchtet, dann könnt ihr das natürlich entsprechend auch machen. Der Hintergrund kann jetzt erstmal schön trocknen und dann setzen wir die Strukturblüten drauf. Wenn euer Untergrund richtig schön getrocknet ist, dann zeichnet euch die Konturen von einer Blüte oder von einer Blume auf. Einfach mal so schöne, grobe Züge. Ihr füllt euch jetzt von dieser Strukturpaste etwas in einen Plastikbeutel und schneidet die Spitze ein wenig ab. Jetzt dreht ihr das hinten so zusammen und dann könnt ihr die Konturen ausarbeiten. Fangt jetzt einfach mal von außen nach innen an. Das heißt, hier einmal eine Kontur schön nachfahren. Jetzt vielleicht erstmal nur zwei. Jetzt nehmt ihr euch einen Pinsel. Ich nehme gerne einen kleinen Pinsel, weil ich es gerne mag, wenn so diese Konturen, diese Striche da drin sind. Ihr könnt aber auch gerne mit einem größeren Pinsel arbeiten. Probiert es einfach mal aus. Jetzt geht ihr auf diese Kontur und schiebt die Paste so Stück für Stück nach innen. Und ihr seht, gerade mit diesem kleinen Pinsel entstehen dann mehrere solche Konturen. Jetzt lasst ihr das wieder sehr gut trocknen. Und anschließend, wenn es gut getrocknet ist, könnt ihr mit ein bisschen Farbe, ich werde jetzt Gold dazu nehmen, die Kontur noch mal ein wenig hervorheben. Wenn die Strukturpaste jetzt komplett getrocknet ist, könnt ihr sie noch ein wenig farblich gestalten. Ich finde es ganz in Weiß auch super schön, aber ich mag auch gerne die Kombi von Weiß und Gold. Daher habe ich mich mal für Gold entschieden. Dafür nehme ich ein bisschen Acrylfarbe in Gold und ein Schwämmchen. Nehme ganz wenig Farbe nur auf und tupfe es auch gut ab und gehe jetzt ganz vorsichtig hier und ganz leicht nur über die Kanten drüber, so dass nur diese erhabenen Stellen die Farbe annehmen. So wäre die Blume jetzt wunderschön fertig. Wenn es euch gefällt, könnt ihr auch noch den Rand ein wenig einfärben mit der goldenen Farbe. Hier auch wieder mit dem Schwämmchen. Einfach grob hier an der Kante entlang fahren. Wie ihr gesehen habt, geht das ganz einfach. Strukturpaste, einen Pinsel und vielleicht noch ein Spachtel. Und schon könnt ihr eine wunderschöne Blüte gestalten auf Leinwand. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir einen Daumen hoch und ich werde demnächst noch andere Möglichkeiten zeigen. Und bis dahin, tschüss, bastelt schön weiter!